herzlich willkommen zum heutigen Mrs. Greenery Café. Endlich wieder ein Kaffee. Ich hoffe, ihr habt einen parat oder eine Tasse Tee oder eine Tasse heiße Schokolade. Wenn nicht, dann drückt ihr ganz schnell die Pause-Taste und macht euch ein. Ich warte, versprochen. Was war denn das bitte für ein Samstag? Och, Mensch, ihr Lieben, ich bin sprachlos. Ich bin wirklich absolut sprachlos. Ich hatte hier im Atelier ja am Samstag den großen Greenery Adventsmarkt und es waren so viele liebe Menschen da. Ich weiß gar nicht, wie ich meine Freude, mein Glück und meine Liebe heute an euch weitergeben kann. Ich bin einfach komplett geblättet. Ich kann nur sagen, danke, danke, danke. Danke für den großartigen Tag und danke, dass ihr da wart und mal mein Greenery Atelier live erleben konntet. Denn ja, ich zeige euch immer viel, ich erzähle davon, aber ich glaube, man spürt das erst so richtig, wenn man dann mal hier in den Räumlichkeiten ist. Und alle haben es mir bestätigt, hier herrscht eine ganz besonders schöne Stimmung. Was natürlich auch zur schönen Stimmung beigetragen hat, das wart ihr. Wir hatten durchweg ausnahmslos nur tolle, liebe Kundschaft. Wie nett, freundlich, kreativ und lieb seid ihr eigentlich? Also ich kann mein Glück kaum in Worte fassen. Ich habe euch natürlich alle gedrückt und geknuddelt und ganz viele von euch sind auch auf mich zugekommen und haben gesagt, hey, ich gucke gerne YouTube-Videos, ich kenne dich von Instagram. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig, dass ihr mich auch ansprecht, denn ich weiß ja nicht, wer ihr seid. Klar, ihr kennt mich von den Videos, aber ich kenne euch doch nicht. Ihr müsst mich ansprechen und ich glaube, ich habe es euch auch einfach gemacht. Und alle, die sich vielleicht nicht sicher waren, ob die Mrs. Greenery wirklich so ist, wie es in ihren Videos ist, ihr habt mich am Samstag live erlebt. Ja, so bin ich. Und es war wirklich eine Freude pur. Hier herrschte so eine tolle Stimmung. Es war wirklich, es gab mal so, ich glaube so zwischen 12 und 12:30 war es ein bisschen ruhiger, aber ansonsten war das Atelier immer prall gefüllt. Ich war ganz fleißig am Prosecco ausschenken. Es gab super leckeren Kuchen. Den gibt es übrigens beim nächsten Markt, nämlich den Weihnachtsmarkt auch wieder. Lecker Kaffee und es war wirklich für jeden was geboten. Und ich habe so viel strahlende Augen gesehen. Wir haben ja die Lounge, die war immer voll besetzt. Hier saß immer jemand, der Prosecco oder Kaffee getrunken hat. Und ich habe viele strahlende Gesichter gesehen. Es haben sich kleine Krüppchen gebildet, Quatschkrüppchen, die sich hier getroffen haben. Bei wem ich mich auch sehr bedanken möchte, an alle aus der Region und alle hier aus Bonndorf, die zu mir gekommen sind. Ihr habt mich wahrscheinlich noch nicht gekannt, jetzt kennt ihr mich und vielen Dank für eure Unterstützung. Es bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel, denn ohne euch würde es das hier gar nicht geben. Es würde nicht funktionieren. Und viele von euch haben mich auch angesprochen, wow, was für eine Entwicklung, was alles entstanden ist. Und ich habe es ja schon mal gesagt, ich blicke eigentlich nie zurück. Ich blicke immer nur voraus und gebe Gas. Aber ich musste ein bisschen zurückblicken, weil so viele von euch mich darauf angesprochen haben. Und ja, ihr habt recht, es ist viel passiert in letzter Zeit. Aber ich muss es euch noch mal ganz ehrlich sagen, es war so wirklich nie geplant. Es ist alles irgendwie organisch entstanden, organisch entwachsen, organisch gewachsen. Vieles auch super, mega spontan. Vieles erzähle ich ja auch gar nicht, sonst würdet ihr sagen, oh, die spinnt ja. Aber so bin ich halt und das ist meine Art und es funktioniert. Also es war wirklich fast perfekt organisiert. Das Einzigste, gebe ich auch zu, ein kleiner Fehler, wäre aber nicht schlimm, habe ich sofort gelöst. Die Milch hat gefehlt ganz am Anfang, bin ich kurz rübergesprungen, habe Milch geholt. Und was wir aber auf jeden Fall machen müssen, wir brauchen ein bisschen mehr Sitzgelegenheiten. Mir ist ja schon beim Aufbau aufgefallen. Beim Hauptmarkt war es okay, da hatten wir super Wetter, da haben sich alle draußen aufgehalten, die sich so ein bisschen unterhalten wollten, gemütlich hinsetzen. Aber jetzt zum Adventsmarkt geht das natürlich nicht und zum Weihnachtsmarkt auch nicht. Und wir haben hier momentan eben nur den Lounge-Bereich und dann habe ich hier hinten noch ein paar Stühle verteilt, aber gerade will man jetzt auch nicht so sitzen, da muss ich mir echt noch was überlegen. Es gibt auf jeden Fall dann zum Weihnachtsmarkt mehr Sitzmöglichkeiten.
Aber ich muss es auch ganz klar sagen, mehr Sitzmöglichkeiten bedeutet weniger Deko von mir. Ich muss dann irgendwo Abstriche machen und das mag ich irgendwie auch nicht. Ja, und ich muss mich auch von Herzen bei euch bedanken und bei euren Geschenken. Oder ihr habt mir Geschenke mitgebracht. Wieso denn? Ich war ganz geblättert und was für tolle, auch so schöne Sachen, ganz viel Süßes und ganz viel Leckereien und auch ihr seid einfach wahnsinnig toll. Ich habe es zu Mr. Greenery auch noch gesagt, der war übrigens auch dabei ab mittags. Was habe ich für eine tolle Community? Ich weiß gar nicht, wie ich das verdient habe oder wieso ihr alle bei mir seid, aber klar, ja, ein bisschen verstehe ich es vielleicht schon. So liebe Menschen kommen, treffen sich immer irgendwie im Leben, gell? Ihr seid lieb, ich bin lieb oder sympathisch. Ja, auf jeden Fall, der Mr. Greenery hat es mir auch bestätigt, dass er sich mit einigen von euch unterhalten hat und er war echt auch fasziniert. Und das freut mich sehr. Das freut mich wirklich, wirklich sehr. Es war auf jeden Fall ein einmaliges Erlebnis. Es war noch mal ein bisschen anders als der Hauptmarkt. Der Hauptmarkt war auch wunderschön, super toll. Aber der Adventsmarkt jetzt, ein paar haben es gesagt, hier herrscht eine ganz besondere Stimmung und die war wirklich da. Man kann sie nicht in Worte fassen. Aber ja, es war einfach wirklich toll. Terminlich war der Adventsmarkt natürlich ein bisschen früh, aber bei mir geht es einfach nicht anders, da ich auch noch viele Workshops habe und deswegen hat einfach auch nur dieser Termin funktioniert. Aber ihr wisst ja, wenn ihr hier aus der Region seid, ihr könnt einfach bei mir vorbeikommen und euch das Material holen, gar kein Problem. Und was ich euch heute auch noch zeigen möchte, oder sollen wir da ein frisches Video machen? Kommt, dann machen wir noch ein zweites Video. Ich habe nämlich ich habe ja am Sonntag keins hochgeladen, dann machen wir doch diese Woche einfach 4 Videos. Ja, das machen wir, oder? Also ich habe Lust drauf. Dann würde ich sagen, machen wir noch ein Video mit all den frischen Grenzen, die ich momentan da habe. Und vielleicht auch noch so ein bisschen noch die große Tafel. Wir haben natürlich schon wieder immer wieder nachdekoriert, aufdekoriert. Ihr habt weggekauft. Wir haben natürlich wieder frischen Nachschub gebracht. Und ja, ich würde sagen, das zeige ich euch dann im nächsten Video. Jetzt sage ich vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Es war mir ein Vergnügen. Nochmal ein mega Dankeschön an alle, die da waren und eine große Einladung an euch alle, die schon da waren, aber auch an alle, die jetzt vielleicht Lust drauf bekommen haben. Am 16.12. findet der große Greenery Weihnachtsmarkt statt. Von 9 bis 16 Uhr wieder hier in meinem Atelier. Ihr seid herzlich willkommen, meine Türen sind geöffnet, der Prosecco steht kalt, der Kuchen ist da, der Kaffee läuft, also was will man mehr? Kommt vorbei! Lasst uns ein bisschen quatschen und eine gute Zeit haben. Bis dorthin sage ich, unbedingt ein Abo dalassen, einen Daumen hoch und dann bis zum nächsten Video. Ich freue mich. Tschüssi!